So, hallo meine Süßen, hier ist wieder der Konrad und heute machen wir endlich das Dach fertig. Zum 100. Mal. Jo, so machen wir das auch, oder? Bisschen Dachbau und so. So. Ja, ich musste die Musik gerade noch anmachen, deswegen die kleine Gedankenpause. Ja, ach, wollte man nicht hier dieses Schafsdach auch mal wegmachen? Das wollten wir auch mal wegmachen. Das war ja diese dummen Schafe da unten. Die sollte ich auch mal wieder scheren, damit ich irgendwann wieder das Fußball würde. Aber die Leier kennt da ja schon. Ich bezweifle ja immer noch, ob wir überhaupt mal irgendwann dazu kommen, überhaupt mit dem Fußballstadion anzufangen, oder? Soll man das direkt vielleicht als nächstes Mal einfach anfangen? Damit wir es angefangen haben, damit ich nicht immer sagen muss, wenn wir ja mal anfangen mit dem Fußballstadion. Ich glaube, das fangen wir, wenn wir das Dach fertig haben, fangen wir es einfach mal an. Ich wollte mir eigentlich irgendwann mal auf so einem Karo-Papier eine Skizze machen, wie ich das dann mache. Also nur das Fußballfeld, damit ich die Maße einigermaßen drauf habe. Die Maße einigermaßen drauf habe. Naja. Habe ich natürlich immer noch nicht gemacht, weil ich ja vor lauter Let's Play gar nicht dazu komme zu zeichnen. Soll ich das echt aus dem FF versuchen dann? Ja, kann ich doch einfach machen. Hauptsache, ich kann dann immer behaupten, wenn ich wieder an den Punkt komme und sage, wir müssen ja die Schafe scheren, wir brauchen das ja jetzt Fußballstadion und dass ich irgendwann mal anfangen werde, dass ich dann einfach sagen kann, ich muss ja wieder Schafe scheren für das Fußballstadion, das ich ja schon angefangen habe. Oh, aber die will ich einsammeln da unten. Die will ich da nicht so liegen lassen. Sonst gehen die mir ja noch flöten. Ach, wenn ich schon mal bei euch bin, Schäflein, dann mach mal doch das, wovon ich gerade gesprochen habe. Schnipp, schnipp, Po an Po. Oho. Interessant. Ja. Ich will nicht wissen, was ihr da gerade ausprobiert habt. Arsch-zu-Arsch-Beatmung oder was? Naja, genug Kopfkino jetzt. Wolle ab und weiter mit dem Dach. Damit wir das heute fertig kriegen. Ich glaube immer noch nicht dran. Das gibt ein Richtfest, Freunde. Ach, jetzt wird es schon wieder Nacht, oder? Wird es schon wieder Nacht? Hier mal, ob mein Bett mich schlafen lässt. Ja, es lässt mich schlafen, es lässt mich schlafen. Sehr freundlich von dir, Bettchen, dass du mich schlafen lässt. So. So, jetzt machen wir mal mit dem Dach weiter. Ja, wo ist denn die Mitte? Jetzt muss ich die Mitte wieder suchen, ne? Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15! 15! 15 passt doch, wenn wir immer eins freilassen. So, machen wir auch schön zu. Zumindest an den Rändern. Ich weiß, es gibt Leute, die bauen wesentlich schneller als ich. Ich bin ja auch noch guter Hoffnung, dass ich das irgendwann auch mal hinbekommen werde. Denn die Hoffnung stirbt ja schließlich zuletzt. Auch bei mir. So. Bist du das? Ja, du bist das. Ach ja, diese Bauerei, ne? Ich hätte mir ja wieder ein Thema ausdenken können, mit dem ich euch hier belästige. Stattdessen bin ich hier wieder einfach nur... So, jetzt müssen wir ja quasi einfach immer nur... gibt ein bisschen ein flaches Schlafgemach dann, aber das macht ja nichts. Ist ja nur so eine Anglerhütte. Da braucht man ja nicht viel Platz zum Schlafen. Ach, schon wieder die ersten Stufen verballert alle. So. Ist das so wirklich schnell oder ist das so schneller? Das ist so schneller, ne? Ah, aber nicht, wenn man immer wieder was vergisst zwischendrin.
Huch. Sowas aber auch. Sowas Böses aber auch hier. Mit diesen. So. Das sind ja immer noch 15 dann, ne? Egal wie. Und da machen wir das so. Oh, das ist dann schon schwieriger. Tack, tack, tack. Oh. Ja, das geht dann schon nicht mehr so einfach. Ah, da brauchen wir den richtigen Rückmus. Und ich darf nicht lecken. Mäh, ihr blöden Schafe! Ich bring euch irgendwann um mit eurer Meckerei! Mäh. Oh, Freunde, ich freue mich schon richtig, wenn ich die Schafe mal richtig schlachten darf da draußen. Wisst ihr, ich habe ja immer einen Kopfhörer noch an hier und habe alles auf laut, auf richtig laut, damit ich auch die Creeper auch bloß immer rechtzeitig höre. Nur höre ich dann die Schafe auch die ganze Zeit extrem laut und rechtzeitig. Jetzt fliege ich gleich schon wieder runter. Tap. Ah, da könnte ich auch gleich zumachen, dann fliege ich da vielleicht nicht immer runter. Ach ja, was soll ich euch denn heute erzählen? Mir gehen die Themen aus. Der Konrad. Der macht eine Schweigeminute. Ja, über was könnte man noch reden? Spielekonsolen. Spielekonsolen, auch ein tolles Thema. Wie gesagt, früher war ich so ein Nintendo-Zocker, so als Kind noch. Was ich immer noch finde, wo Nintendo einfach unschlagbar ist als Spieleentwickler, das sind so einfach so Fun-Games, so Mario Party und so Sachen. Also da kommt auch PlayStation Move und Kinect und was weiß ich, kommt da alles nicht so ganz an den Spaßfaktor von den Mario-Spielen dran, finde ich. Also Nintendo allgemein, muss ja nicht Mario sein, aber... Also die Konzepte sind auch schon immer so auf Gesellschaftsspaß ausgelegt. Ich hatte auch mal eine Wii eine Zeit lang. Die habe ich dann allerdings mal verschenkt, weil irgendwie Wii ist toll, wenn man andere Leute hat, die das mit einem spielen. Aber wie ihr ja vielleicht wisst, habe ich ein, wie hat das Maurice letztens so schön genannt, ein computerassiges Umfeld. Sprich, Menschen, die mit so Sachen wie Computerspielen nicht viel zu tun haben. Und dann war die Wii so zum Alleinespielen für einen erwachsenen Menschen. Ja, naja, also Zelda war cool. Zelda war auf jeden Fall cool, auf der Wii zu zocken. Aber da war dann die PlayStation 3 für mich doch die bessere Alternative, die mir da einfach mehr Spaß gebracht hat. So auch was einfach Action angeht. Ich will ja nicht immer nur so Spielspaß, Friede, Freude, Eierkuchen spiele. Ich will ja auch mal richtige... Ich spiele ja auch gern GTA 5. Da habe ich mir direkt am Erscheinungstag direkt habe ich mir das geholt und auch schon durchgedaddelt und GTA Online spiele ich ab und zu auch noch. Jetzt so Ballerspiele, ich sag nicht gern Ballerspiele, das klingt immer, hat immer so einen negativen Touch. So Shooter, das ist nicht meine Welt, nicht weil ich es nicht gut finde, aber einfach... Da ist halt manchmal auch einfach schnelle Reaktion gefragt und die habe ich halt auch nicht immer. Selten, nie, eigentlich. Ja. Wobei ich, ab und zu brauche ich das dann schon mit dem Geballere auch so. Aber in GTA 5 geht das ja auch gut, kann man ja auch mal rumballern. Aber GTA Online, da erlebt man mich dann manchmal auch ein bisschen enraged, so. Wenn dann so böse andere mich immer über den Haufen schießen. Die dann einfach Spaß dran haben, andere zu ärgern. So Doofies.
böse Doofies. Ja, PlayStation, jetzt gibt's ja die PlayStation, jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Oh, Konrad, alte Butterbirne, echt. Ja, PlayStation 4, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mir noch gar nicht irgendwie, noch gar keine Ambitionen, mir die zuzulegen. Und nicht aus dem Grund, weil ich die PlayStation 4 nicht gut fände. Ich habe die auch noch gar nicht gespielt oder mir auch noch gar nicht viel davon angeschaut. Aber bei mir ist es einfach so, ich bin mit der PlayStation 3, das ist für mich, die PlayStation 3 ist so ein gutes, geschlossenes Konsolenkonzept in sich, dass ich da noch gar kein Bedürfnis habe, irgendwie mich zu erneuern. Ich weiß nicht, das ist irgendwie, wie wenn man einen Vierer-Golf fährt und ist mit dem eigentlich voll zufrieden und warum sollte man sich dann schon den Fünfer-Golf kaufen? So, ist das ein gutes Beispiel? Ich weiß es nicht. Aber so, damit ihr das ein bisschen nachempfinden könnt, ich habe echt... Hey, es reicht genau, das ist ja... Das ist ja der Oberknall. Hey Leute, das Dach ist fertig. Das Dach ist fertig. Jubiajo. Und wie scheiße das aussieht. Jubiajo. Ah, da muss ich noch eins rausgehen, oder? Das kann ich ja nicht so. Da muss ich eins rausgehen. Da muss ich eins rausgehen. Das sieht ja sonst aus wie so ein... Soll ich sagen? Das sieht aus wie einmal Puh gemacht aufs Häuschen. Wie einmal aufs Dach geschissen. Wie wenn ein riesen fliegender Elefant hier über die Hütte wäre und da sein Fladen hätte fallen lassen. Nee, da müssen wir noch mehr in die Breite und... Boah, das ist... Da habe ich mir... Das hätte ich mir ja auch vorher überlegen können, ne? Aber wir haben ja noch ein bisschen Holz. Da müssen wir da zumindest nicht mehr großartig Holzfarmen gehen. Schnipp, schnapp, schnupp. Da wollte ich doch hin. Mensch. Ja, das Dach kriegen wir fertig. Das kriegen wir fertig. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall kriegen wir das noch fertig heute. Da bin ich jetzt hundertprozentig von überzeugt. So, das Grundgerüst steht ja schon mal. Ich habe jetzt auch keinen Bock, das alles wieder abzuklopfen. Ich baue jetzt das, was einfach zu schmal ist. Klopfe ich jetzt einfach an den Rand noch dran. Und dann wird das schon hinhauen. Schnibbel, schnabbel, schnubbel. Schnibbel, schnabbel, schnubbel. Wir bauen uns ein Knubbel. Ja, soviel zum Thema PlayStation und KKG. Xbox habe ich ehrlich gesagt bisher nur ein paar Mal früher bei einem Arbeitskollegen zu Hause gespielt. Sonst habe ich mit Xbox nie groß was am Hut gehabt. Ist vielleicht auch dem Umstand geschuldet, dass ich ein PlayStation-Spieler der ersten Generation bin. Das heißt, die PlayStation 1, das war schon meine Konsole. Und dann kam die PlayStation 2, das war meine Konsole. Und dann kam die PlayStation 3 und ratet mal, das war meine Konsole. Ich tat mich dann einfach auch mit anderen Konsolen immer schwer, weil wenn man diesen PlayStation-Controller einfach mal in der Praxis gewöhnt ist, dann liegt der einem so gut in der Hand und ist einfach so, dass wenn man dann plötzlich so ein Xbox-Daddel-Ding in der Hand hat, dann weiß man damit erstmal gar nicht groß was anzufangen. Dann denkt man immer, ach, jetzt hätte ich lieber aber meinen PlayStation-Controller in der Hand. Da weiß ich wenigstens, wo ich drücken muss. Und jetzt wird schon wieder dunkel. Ich weiß, es wird schon wieder dunkel. Was habe ich da jetzt schon wieder gebaut? Es wird dunkel. Ich gehe ins Häuslein, bevor wieder die ersten bösen Untiere und Unmenschen hier kommen. Untoten. Und mich hier wieder ärgern. Jetzt habe ich ja ein Dach. Lege ich mich schlafen. Mach mal Pupu. Oh, mach mal die Musik leiser. Kann ja kein Mensch schlafen. So. Oh, sind wir jetzt ausgeruht. Und mit neuer Energie gehen wir jetzt wieder zu den Schäflein.
um das Dach zu verbreitern und vielleicht nebenbei auch wieder etwas Wolle für das Fußballstadion, das wir irgendwann mal anfangen werden zu holen. Fußballstadion, ja, an welche Farben soll man uns denn da halten? Ohne dass ich hier jemanden auf den Schlips dreht, weil ich seinen Fußball-Lieblings-Fußballverein beleidige oder... Oh, ich weiß es nicht. Wenn wir das Stadion schwarz-gelb machen, dann schimpfen die Bayern-Fans mit mir. Wenn ich das Stadion blau und rot mache, dann schimpfen die BVB-Fans mit mir. Wenn ich es grün-weiß... Das war der Werder Bremen-Fan, ne? Ganz in grün. Ich wollte gerade Werder Bremen erwähnen, mein Freund. Und dann pisst du mich so an. Nee, jetzt sag ich's nicht. Schreibt mir doch in die Kommentare, welche Farben mein Fußballstadion haben soll. Wenn ich mach mal alle Farben, mach mal wieder kunterbunt. Warum rennt denn der eigentlich? Sterben die eigentlich nicht am Tag, diese blöden Dreckscreeper? Ich wollte doch eigentlich... Ich könnte kotzen, Freunde, ich könnte so... Boah, wenn es hier jetzt nicht so spät wäre und alle Kinder hier in dem Haus schon schlafen würden, dann würde ich jetzt hier ja... Da würde ich hier ja jetzt den Computer aus dem Fenster werfen. Das ist ja... Meine Güte. Ich krieg gleich einen mittleren Anfall. Diese Scheiß. Wir wollten doch das Dach heute fertig machen. Und nicht hier so doof. Oh Mann. Das strengt mich langsam richtig an. Wisst ihr das? Vor allem, die sprengen ja alles gleich richtig weg, dass da gar nichts mehr übrig bleibt. Mann, Mann, Mann. Freunde, Freunde, Freunde. Warum nehme ich das Hühnchen nicht? Ach, die haben wieder eine Kiste von mir in die Luft gejagt. Ach, jetzt wollte ich die Folge hier ganz friedlich beenden. So mit einem Happy End. So, ach, jetzt haben wir das Dach endlich alles fertig. Und können uns dann beim nächsten Mal können wir mit dem Fußballstadion anfangen. Und was ist? Scheiße, alles für die Katze. Mann, Mann, Mann. Och Mann, jetzt ärgerst du mich nicht auch noch, du Baumstamm. Du Doofer. Jo, Türe rein. Ja, Dach. Jetzt bin ich schon wieder so frustriert. Also bei mir könnt ihr ja echt drauf gehen. Die Highlights kommen immer am Ende von der Aufnahme. Also es lohnt sich immer, die Aufnahmen von Konrad bis zum Schluss anzuschauen. Da wird's meistens erst richtig lustig, meine Freunde. Ja, merkt euch das einfach fürs nächste Mal. Und wir sehen uns dann morgen. Und ratet mal, was wir morgen machen. Wir bauen das Dach fertig. Juhu. Bis dahin. Tschüssi.